Ein Unfall, Verschleiß oder Probleme mit der Elektrik. All das können Gründe dafür sein, warum ein Auflieger schon mal in die Werkstatt muss. Aber warum dauert die Reparatur eigentlich so lange? Wir zeigen euch jetzt mal einige Beispiele dafür, wenn technische Lösungen nicht ganz ausgereift sind, welche Folgen dies für den Servicebereich hat. Das hydraulische Hubdach ist besonders durch starken Ölverlust an der Pumpe anfällig für Schäden. Fliegel überzeugt hier durch eine einfache Mechanik und vermeidet somit zusätzliche Werkstattkosten. Einfaches Handling macht eine schnelle Beladung ohne Probleme möglich. Durch instabile Dachkonstruktionen ist eine einfache Beladung oftmals nicht möglich und es kommt zu Schäden und längeren Standzeiten. Fliegels stabile Dachkonstruktion bietet jederzeit eine zügige B- und Entladung ohne Schäden. Bricht die Kunststoffkonstruktion, ist ein Öffnen des Schiebeverdecks nicht mehr gewährleistet und eine Beladung nicht möglich. Durch die optimale Materialauswahl von Fliegel kann die Konstruktion jederzeit schnell und einfach selbst repariert werden. Schäden an einer durchgehenden Stirnwand verhindern einen schnellen Austausch und führen dadurch zu längeren Standzeiten. Das clevere System von Fliegel setzt hier auf den Austausch einzelner Elemente mit Vernietung. Das habe ich heute gelernt. Auch wenn für viele verschiedenste Auflieger auf den ersten Blick ziemlich gleich aussehen, gibt es doch wesentliche Unterschiede. Durch Innovationen im Fahrzeugbau kann man nicht nur lange Standzeiten vermeiden, sondern auch eine Menge Zeit, Geld und auch Nerven sparen. Fliegeltrailer. Innovating for you.